Moin! Moin und herzlich willkommen bei den Friesencampern. Und willkommen zu einer neuen Stellplatzvorstellung. Mhm. Wir befinden uns auf dem Wohnmobil- und Caravanplatz Eibenstock. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das ist hier bei den Badegärten in Eibenstock, sprich bei der Therme. Ich muss ab und zu mal so aufs Handy stehen, muss ich ehrlich sein. Also, okay, mal ist aufgeflogen, wir sind raus. Nee, und ja, ihr habt direkt einen Stellplatz an der Therme. Und das sieht von außen schon ganz gut aus und wir zeigen euch jetzt erstmal den Stellplatz. Viel Spaß bei dem Video. Viel Spaß. Ja, ihr habt hier einen ganz übersichtlichen Stellplatz mit 18 Stellplätzen. Richtig. Bis zu 8 Meter Fahrzeugen. Genau, das alles gespeichert. Ich ja, ihr seht das auch schon hier. Also das Terrain ist eh ziemlich gerade. Also hier vorne braucht man wohl Keile. Aber da hinten haben wir gerade schon mal geguckt, da kann man auch ohne Keile stehen. Es ist sehr grell. Ich muss erst mal gucken, wo du bist, Anna. Und ja, ist sehr übersichtlich. Hier ist klein, aber fein, würde ich sagen. Wir laufen jetzt mal zu unserer Parzelle und zeigen, wie die Parzellen hier so aufgebaut sind. Ja, ja. Wobei ihr euch nicht wundern solltet, das haben wir auch schon gelesen im Vorfeld. Es wirkt ein wenig baustellenmäßig manchmal. Also der Boden, man sieht es vielleicht, ist etwas kiesig, ja, und auch ein bisschen schlammig und feucht bei diesem Wetter. Also so ganz, also mit weißen Schuhen würde ich jetzt nicht herkommen. Aber die meisten kommen ja auch wegen der Therme. Das heißt, da könnt ihr mit Schlappen oder barfuß rein. Ja, wir stehen gerade bei uns am Stellplatz, wie ihr sehen könnt. Auto nicht gewaschen, aufpassen. Ach, das sieht man gar nicht so. Oh, okay. Naja, auf jeden Fall, was ich noch mal ganz kurz erwähnen möchte, darauf wurden wir auch sehr freundlich hingewiesen, dass ihr am besten den Platz im Vorfeld reserviert, weil die Plätze hier gerade in den Ferien sehr stark ausgelastet sind und das wichtig ist vorher, sich einmal anzumelden. Ja, Timo hat ja schon unsere Parzelle hier gezeigt. Man sieht ja ganz gut, dass man hier genügend Platz hat, dass man hier auch eine Markise ausbreiten kann. Und ja, für Stühle und so weiter ist auch Platz. Und auch für einen Hund an der Leine, da fehlt der Hund am anderen Ende. Genau, hier sieht es jetzt nicht so gemütlich aus, weil irgendwie nur so ein bisschen zur Hälfte Rasen ist. Und der Rest mit Steinchen. Da muss man erwähnen, das sind 10 Plätze, die so gemacht sind. Ja, so halbe-halbe. Und die anderen 8 sind alle so ein bisschen... Genau, hier sieht es schon ein bisschen besser aus. Ein bisschen besser, ja, so kann man es auch betiteln. Also hier habt ihr wirklich eine richtig ebene Fläche, ne? Strom habt ihr hier natürlich auch. Da werft ihr eine Wertmünze rein. Und ja, wie eine Stromsäule halt nun mal aussieht. 4 Anschlüsse pro Säule. Also immer so zwischen den Parzellen steht immer irgendwo so eine Stromsäule. Ich denke mal so 5 Meter, 6 Meter bis zu unserem Fahrzeug sind das jetzt schon, ne? Also ja, nur, bis zum Anschluss selbst auf jeden Fall. Genau. Also mit 10 Metern solltet ihr auskommen. Ja. Jetzt laufen wir mal rüber von unserem Platz zum Sanitärgebäude. Mhm. Aber wir zeigen erst die Fähr- und Entsorgungsstation. Die versteckt sich nämlich dahinter. Und wo genau, das seht ihr jetzt. Hier sieht man schon das Sanitärgebäude zur Linken. Aber wir wollen jetzt erstmal die Fähr- und Entsorgungsstation zeigen. Jetzt sind wir an der End- und Versorgung. Ganz normal, wie ihr es kennt. Ihr habt hier einen Frischwasseranschluss. Auf der anderen Seite Grauwasser und auch Schwarz, also Toilette. Das muss ich euch erklären, ne? Und was das alles kostet, da müssen wir uns einmal umdrehen. Das seht ihr nämlich hier. Ja, da liegen wir bei dem Stellplatz pro Tag bei 20 Euro an sich. Da drauf gerechnet wird aber natürlich noch die Kurtaxe, ne Anna? Genau, also wir haben jetzt 23 Euro bezahlt. Mhm. Genau. Und alle weiteren... Die wird sogar mit aufgeführt. Kurtaxe pro Person, genau. 1,50 Euro. Soll wohl auch in der näheren Umgebung so ein bisschen dann irgendwie für Prozente sorgen, in Restaurants oder irgendwas, aber wir wissen jetzt nicht genau welche. So wie man es kennt, genau. Genau. Hier nochmal eine ganz kleine Übersicht über den Platz. Vielleicht habt ihr es schon entdeckt, hier steht was von Frühstück, denn in den Badegärten Eibenstock gibt es ein ganzes Frühstücksbuffet in der Gastronomie und das kostet pro Person 15 Euro. Und wo ich jetzt hier schon stehe, kann ich ja mal eben erwähnen, dass man hier, ach das steht hier gar nicht, das steht hier oben, wenn man hier duschen möchte und so weiter, bekommt man für die sanitären Einrichtungen eine Karte, für die man dann 35 Euro Pfand zahlen muss. Und was auch neu war bei uns? Wir mussten den Personalausweis vorzeigen. Ja, das steht da ja auch mit drauf. Das hatten wir noch nie gehabt, ne? Ja. Ja. Oh, was Neues. Jetzt haben wir zwar die Preise gesehen, aber wo zahlt man das denn überhaupt? Das alles zahlt man in den Badegärten Eibenstock am Empfang. Da müsst ihr einmal die Straße hochgehen, rechts entlang.
Und am Empfang könnt ihr alles bezahlen, was ihr braucht. Falls ihr hier auch noch in die Sauna gehen wollt oder ja, in die Badegärten, es fängt gerade ziemlich stark an zu regnen, da könnt ihr dann auch gleich alles bezahlen und wie gesagt immer vorab reservieren, denn hier kann mal gut was los sein. Ja. Checkout ist übrigens um 10 Uhr, da müsst ihr auch eben einmal hochgehen und auschecken. Deswegen, wie gerade auch schon bereits erwähnt, am besten online reservieren oder telefonisch anrufen. Nicht einfach auf den Platz fahren und sich irgendwo hinstellen, weil selbst wenn der frei ist, könnte der bereits belegt sein. Ja. Haben wir selbst erfahren. Macht es besser als wir. Macht es besser. Dann gehen wir einmal ums Eck. Timo steht schon bereit. Kommt mal vorbei. Also hier seht ihr auch schon die Tonnen stehen. Ja. Ne? Und dann gehen wir mal rein zum Thema Abwasch. Und Wäsche. Also wer auch eben Wäsche waschen möchte, der kann das hier machen. Ich glaube, es ist sogar beheizt, ne? Ist sehr warm hier drin. Ja. Ja, habt ihr zwei Abwaschmöglichkeiten und einmal einen Trockner und eine Waschmaschine. Sollte auch bei 18 Plätzen ausreichen, ne? Könnt ihr alles per Coins bezahlen. Jetzt aber wirklich zum Wichtigsten, jetzt ins Badezimmer. Ja, positiv erwähnt sei auch noch, ihr müsst nicht durch den Regen laufen. Ihr könnt unterm Dach laufen und direkt von der Waschküche zu den Toiletten und duschen. Genau, da haben wir mal die Herren-WCs. Ich würde sagen, die zeigen wir auch noch mal, ne? Ich habe die Karte. Wo ist die Karte? Wie komme ich rein? Wichtig ist mit dieser Karte, da ist ein NFC-Sticker drauf. Damit kommt ihr hier, das ist euer Key, in die Räume, Sanitäranlage und Co. einfach rein. Einfach vorhalten und die Tür öffnet sich. Am Anfang des sanitären Bereichs habt ihr drei Waschbecken zum Händewaschen oder auch zum Rasieren. Zwei Urinale, zwei feste Toiletten und drei Duschen und wichtig erwähnt, wer sich nicht nackig zeigt, hier ist keine Abtrennung. Uiuiui. Finde ich persönlich auch nicht so cool. Aber ja, da wieder die Wertmünzen. Genau. Und hier eine Ablage. Mhm. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da duschen würde. Dafür ist es, ich glaube, bei den Frauen wird es genauso sein, ne? Ja. Ich sehe hier gerade, es sieht eigentlich genauso aus wie drüben. Aber hier ist ein Föhn, das ist schon mal gut, weil ich vergesse nämlich immer gerne den Föhn. Ja, hier keine Urinale natürlich. Schade. Feste WCs. Und sieht genauso aus wie drüben. Kein Unterschied. Wir sind für mehr Urinale auf Frauen-WCs. Das war jetzt der Stellplatz an sich. Und Timo erzählt uns jetzt ein bisschen darüber, warum man hier eigentlich herfahren sollte. Ja. Was es hier so Besonderes gibt in der Nähe. Ja, also ihr habt erstmal natürlich neben dem schönen Stellplatz diese Therme. Ja. Die direkt angrenzt und der ihr fußläufig in 2 Minuten drinne seid. Das heißt, auf Schlappen kommt ihr mal ganz schnell rüber, könnt in die Sauna springen bei kaltem Wetter, ist auch ganz schön. Ja. Und wichtig zu erwähnen sei nochmal da an der Stelle, der Stellplatz wird verwaltet von der Therme, ihr meldet euch dort an, aber er gehört der Stadt. Mhm. Das heißt, alles, was hier geschieht, ist kein Thermending, sondern das regelt die Stadt. Ja. Genau. Und neben diesem schönen Stellplatz, ganz wichtig auch noch, haben wir in der Nähe mehrere Talsperren. Da gibt es einige, ich zähle jetzt nicht alle auf, da könnt ihr selber gucken, das sind einige. Und einen wunderschönen Wasserfall, der heißt der Blauenthaler Wasserfall. Timo muss wieder spicken. Ja, sieht auch ganz schön aus. Würde ich jetzt gerne die Kamera halten, aber kann man auch googeln. Genau, und was gibt's hier noch? Eine Reitanlage, die ist direkt hier nebenan, das wäre gut zu wissen. Man kann hier gut wandern gehen. Ja. Und es gibt hier einen schönen Aussichtsturm. Und es gibt noch die deutsche Raumfahrausstellung. Und weswegen wir eigentlich hier sind. Ja, genau. Wurzel-Rudis Erlebniswelt. Genau. Da habt ihr ein ganzes Spieleparadies, kann man sagen, auf dem Berg. Also ihr habt da einen Gondellift nach oben, ihr habt einen Alpincoaster nach unten und ihr habt auch für die kleinen so Bobs, da setzen sich die Kinder an so Reifen und können dann die Piste runterfahren. Total cool angelegt, haben uns heute schon mal angesehen. War ein bisschen voll bei uns heute, weil gerade Ferien sind aktuell, aber es war trotzdem sehr schön. Und wir werden morgen ganz früh nochmal versuchen, dahin zu fahren. Genau. Ja. Ja, vielleicht hat euch der Platz ja überzeugt und ihr wollt mal vorbeischauen. Mhm. Wir finden ihn ganz gut. Ja. Ja. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, könnt ihr auch mal hier oben in dem Vlog gucken. Den verlinken wir jetzt mal. Da geht es nämlich quasi für uns morgen weiter. Jetzt die richtige Seite ist da oder da. Man weiß es nicht. Oder da oder hier oder da. Aber genau, falls ihr noch mal vorbeischauen wollt, verlinken wir euch den Vlog und dann könnt ihr weitersehen, wie nochmal die Wurzel-Rudis Erlebniswelt aussieht. Ja, und damit verabschieden wir uns. Und hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder reinschaltet. Reinschaltet bei den Friesencampern. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.